Auf der nächsten Seite sehen wir wieder ein strukturelles Grundschema. Und die Unterlagen sind ja, wie Sie längst gemerkt haben, so aufgebaut, dass man sich nur ein paar wesentliche Dinge wirklich merken muss und aus diesen wesentlichen Dingen alles andere ableiten kann. Und hier ist wieder ein solches Grundschema, das ich empfehle, dass man es sich einprägt. Entscheidend ist, wenige Dinge sich einzuprägen, aber die entscheidenden. Ich habe gerade in den Foren ein bisschen während der Entspannung über den Foren gelesen. Da wird ja manchmal ein unglaublicher Blödsinn geschrieben. Man müsste das alles auswendig lernen, steht da. Jetzt nicht bezogen auf mich, sondern allgemein. Man müsste das alles auswendig lernen. Es ist wirklich erschreckend, wie wenig Ahnung manche Leute vom Lernen haben. Lernen bedeutet, die wesentlichen, entscheidenden Dinge sich einzuprägen. Die Auslöser. Und der Rest, der ergibt sich dann. Hier ist ein Schema, das als Auslöser fungiert, nämlich die Personalbedarfsanalyse, das Rechenschema. Schauen Sie, wir fangen an mit dem Brutto-Personalbedarf, oberste Zeile in TX. TX ist ein Zeitpunkt in der Zukunft. TX, sagen wir, wir haben jetzt heute den 10. August, sagen wir zum 1. Dezember. Nein, wir haben den 10. September. Nein, nicht 10. August, 10. September. Also zum 1. Dezember ist der Zeitpunkt in TX. Minus Personalbestand in T0. T0 ist immer heute. Das ist so eine Indizierung, die wir auch aus der Investitionsrechnung kennen. T0 ist immer heute. Also Personalbestand heute am 10. September. Plus Personalabgänge im Zeitraum T0 bis TX, also von heute bis zum 1. Dezember. Warum plus? Weil es darum geht, den Netto-Personalbedarf zu ermitteln. Das heißt, das erhöht den Personalbedarf. Ist das einleuchtend, dass hier ein Plus steht? Die Leute, die ich brauche, minus die Leute, die ich habe, plus die Leute, die ich noch verlieren werde. Strich drunter, Netto-Personalbedarf heute. Schema klar? Das, was ich in Zukunft brauche, brutto, minus das, was ich habe heute, plus die Leute, die ich noch verlieren werde, Strich drunter, ergibt meinen Netto-Personalbedarf heute. Das heißt, die Anzahl von Menschen, die ich wirklich heute beschaffen muss. Einleuchtend? Ja, ich gucke mal. Gucken Sie da vorne sammeln. Steht drin, ne? Ja. Okay, wunderbar. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.